Tabellenführer Julius Martin auf der Pole Position beim alles entscheidenden Superfinale der RCC eSports Series in Le Mans. Wer wird der Champion in Saison 3? Der Sieger dieses Rennens holt sich auch den Titel, alle weiteren Platzierungen am Ende gemäß dem Gesamtstand der Meisterschaft. Julius Martin, der große Favorit und dominierende Fahrer dieser dritten RCCO-Saison, gleich an der Spitze des Rennens vor Steffen Walter, André Dietzel und Michael Niemas. Windschattenfahren auch auf der Rennstrecke in Le Mans von großer Bedeutung. An der Spitze genauso wie weiter hinten im Feld. Hier am Bremsen der zweite Schikane. Bodo Krehling, Stefan Warschow und Thomas Vogt rangeln hier. Krehling vor Vogt aus der Schikane heraus. Vogt kommt zu hart auf den Curb, verliert die Kontrolle über seinen EX Zero, überschlägt sich und ist damit endgültig raus aus dem Titelrennen. Das Ganze noch einmal aus der Onboard-Kamera von Thomas Vogt. Stefan Warschow hatte hier ein Gewaltmanöver probiert. Vogt kommt hier etwas zu weit raus, kommt über den Curb und landet schließlich auf dem Dach. An der Spitze macht Steffen Walter Druck auf Julius Martin, erste Attacke. Und Mulsan, André Dietzel, der Teamkollege von Steffen Walter auf der dritten Position. Die beiden TV-Racing-Piloten gegen den Tabellenführer. Steffen Walter saugt sich hier im Windschatten heran in Richtung Indianapolis, muss aber noch einmal zurückstecken, bleibt auf der zweiten Position und macht dann ein paar kleinere Fehler hier zu weit innen über den Curb. Julius Martin kommt besser heraus, auch aus dieser Kurve. Aus Arnage verliert Steffen Walter etwas den Anschluss, muss sogar die Attacken von André Dietzel abwehren, der wiederum unter Druck gerät von Michael Niemas. Davon profitiert der Führende, der Tabellenführer Julius Martin, der jetzt schon einen deutlichen Vorsprung hat am Ende der ersten Runde auf die beiden TV-Racing-Piloten, auf Steffen Walter und André Dietzel. Walter mit einem weiteren Quersteher hier in dieser schnellen Passage vor Start und Ziel. Es läuft alles für Julius Martin, der seine erste komplette Saison in der RCCO eSports Series bestreitet und eine ganz, ganz starke Saison gefahren ist. Klarer Vorsprung für ihn vor Steffen Walter, André Dietzel und Michael Niemas. Zweite Runde, wieder ein Fehler von Steffen Walter, der hier in Tetra Rouge neben die Strecke gerät, André Dietzel vorbeilassen muss. Erneuter Positionstausch nun bei den TV-Racing-Piloten. Windschattenfahren auf der Geraden vor der ersten Schikane. Michael Niemas kommt hier ganz dicht heran an Walter und Dietzel. Walter, der wieder vorbeigeht an Dietzel, einen Fehler macht in der ersten Schikane. Aber noch vor Dietzel bleibt, der sich im Windschatten heraus wieder die zweite Position sichert vor der zweiten Schikane. Das alles Szenen, von denen der Führende, nämlich Julius Martin, profitiert, der kaum noch zu sehen ist an der Spitze dieses Rennens. Dietzel, Walter, Niemas, zweite Schikane, unveränderte Reihenfolge. Aber ein immer größer werdender Abstand zu Julius Martin. Wir sitzen wieder im Auto von Steffen Walter, der hier noch einmal versucht, Druck zu machen auf André Dietzel. Aus Mulsan heraus, wieder eine Attacke aus dem Windschatten heraus, geht vorbei an André Dietzel in Richtung Indianapolis. Aber Steffen Walter ist einen Hauch zu schnell und kann das Auto nicht mehr abfangen, rutscht in die Streckenbegrenzung, damit aus und vorbei das Rennen für ihn. Weiter vorne, Duell zwischen André Dietzel und Michael Niemas. Walter draußen, Julius Martin mit einem riesen Vorsprung, hat das Rennen so gut wie in der Tasche. André Dietzel muss hier die Angriffe von Michael Niemas abwehren. Es kommt zur Kollision in die schnellen Porsche-Kurven herein. Dietzel bleibt vor Michael Niemas. Das Ganze hier nochmal aus der Perspektive des Champions der ersten beiden Saisons der RCCO eSports Series. Da war André Dietzel vielleicht etwas zu mutig, hier die Tür zuzuschlagen. Aber es ging noch einmal für beide gut. Und schließlich war es am Ende ja auch nicht entscheidend, denn es geht bei diesem Superfinale nur um den Meistertitel und Julius Martin hat zu Beginn der dritten Runde einen so großen Vorsprung, dass er hier im Schongang die dritte Runde bestreiten kann und einem triumphalen Sieg in Le Mans entgegenfährt und damit seine Saisonleistung mit dem Triumph im Superfinale bestätigt. Dahinter André Dietzel auf der zweiten Position für Michael Niemas. Die beiden kämpften im letzten Superfinale um den Titel. Dominik Heuzen mit einem Dreher über die Zielgerade auf Rang 4. Und auch dahinter ging es noch hoch her zwischen Bodo Krehling und Thomas Vogt. Hier die Zieleinfahrt. Es hatte davor ein Vorspiel gegeben zu Eingang der Porsche-Kurven. Duell zwischen Vogt und Krehling. Vogt etwas zu spät auf der Bremse, rutscht durch das Kiesbett und damit Krehling vor ihm im Ziel.